Der Blumenstrauß, gemalt 1923 von Otto Dix. Jahrzehntelang galt das Gemälde als im Krieg verschollen. 1989 tauchte es plötzlich in der Schweiz wieder auf. Schon die Art, wie es präsentiert wird, lässt erahnen, dieses Bild ist besonders. Könnte es ein geraubter Kunstschatz sein? Ein schwerwiegender Verdacht. Wir konnten herausfinden, dass das Gemälde 1925 von Max Strauss gekauft wurde. Max Strauss war ein jüdischer Rechtsanwalt und wir wissen, dass er 1933 direkt eben nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten emigriert ist. Wir wissen aber eben nicht, ob er es schon Jahre vor seiner Emigration ganz normal verkauft hat oder ob es von den Nationalsozialisten geraubt wurde. Tief unter der Erde versteckt, lagerten die Nazis ihre Beute. Tausende Kunstschätze, darunter die wertvollsten Meister. Gehörte auch der Blumenstrauß von Otto Dix dazu? Das herauszufinden ist schwer. Häufig gibt es keine Dokumente oder der Zugang zu Dokumenten ist sehr schwierig und macht es eben zu einer echten Detektivarbeit. Und da bleibt dann eben nur die Arbeit am Objekt. Kann der Blumenstrauß selbst Hinweise liefern? Restauratorin Michaela Vogel soll das Bild untersuchen. Es geht zur Rückseitenautopsie. Denn will man etwas über die Vergangenheit eines Bildes herausfinden, muss man anschauen, was sonst verborgen bleibt. Die Rückseite. Die erzählt oft eigene Geschichten. So Klebezettel und Inschriften geben ganz konkret Hinweise auf ehemalige Ausstellungen, auf Auktionen, auf ehemalige Besitzer, Besitzerwechsel. Klingt eigentlich ideal für die Spurensuche. Doch die Rückseite des Blumenstraußbildes ist verdächtig leer. Wurden hier Hinweise beseitigt? Die Leinwandrückseite überklebt, Inschriften entfernt? UV-Licht kann das sichtbar machen. Da haben Sie einen speziellen UV-Bereich, der vermag, eingedrungene Bindemittel von nicht mehr vorhandenen Aufstrichen oder Aufschrieben zur Reflexion anzuregen, sodass Sie da Inschriften, die mit dem bloßen Auge nicht sichtbar sind, durch das UV-Licht lesen können. Die Rückseite des Gemäldes offenbart jedoch keinen verborgenen Hinweis. Aber der Rahmen wird uns noch auf eine Spur nach Schweden führen. Die Nazi-Größen wurden beim Kunstraub unterstützt. Von skrupellosen Experten, die auch nach dem Krieg wichtige Akteure des Kunstmarktes blieben. Am Bodensee, nahe der Schweiz, wohin viele geraubte Kunstschätze verschwanden, war Benno Griebert wichtigster Kunstsammler der Nachkriegszeit. Unter den Nazis hatte er Ausstellungen auf entartete Kunst überprüft. Nach dem Krieg verkaufte er erfolgreich Bilder an Museen. Allein 50 ans Zeppelin-Museum. Herkunft ungewiss. Geraubte Kunstschätze. Immer noch in unseren Museen, weil die Aufarbeitung ihrer Herkunft lange nicht interessierte. Auch heute arbeiten Provenienzforscher an deutschen Museen selten fest angestellt, sondern in einmaligen Projekten. Und selbst für die ist kaum Geld da. Zuschüsse kommen vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste. In dessen Online-Datenbank Lost Art sind die Ergebnisse der Detektivarbeit einsehbar. Transparent für jedermann. Ein Eintrag unter vielen, der Blumenstrauß. Wohin gelangte das Bild, nachdem sein jüdischer Besitzer Max Strauß vor den Nazis fliehen musste? Auf der Rahmenrückseite stößt Restauratorin Michaela Vogel auf Ungereimtheiten. An der Befestigung der Gemäldeleinwand finden sich alte Nagelspuren, die im jetzigen Rahmen aber keine Entsprechung haben. Das heißt, der Rahmen wurde ausgetauscht. Um Spuren zu verwischen?
Ein Brandstempel auf dem Rahmen führt zu einer Stockholmer Firma. 1948, vermutlich das Herstellungsjahr. Dieser polimentvergoldete Rahmen ist explizit für dieses Format gemacht, weil die Grundierung und die Vergoldung ohne Sägeschnitt, also nahtlos, über die Eckverbindungen laufen. Das Gemälde muss sich 1948 also in Schweden befunden haben, als es den neuen Rahmen bekam. Und das, obwohl das Bild zu diesem Zeitpunkt als im Krieg verschollen galt. Die Spur nach Schweden wird Provenienzforscher Niehoff jetzt weiterverfolgen müssen. Vorerst bleibt der Verdacht, dass der Blumenstrauß ein geraubter Kunstschatz sein könnte. Fast 400 Werke hat das Museum überprüft und stellt die Ergebnisse transparent aus, so unbefriedigend sie oft sind. Wir haben sehr viele Fragen immer noch offen. Also es gibt bei sehr vielen Objekten, und das ist jetzt bei uns kein Einzelfall, sondern es ist generell so in der Provenienzforschung, dass man eben aufgrund der Schwierigkeiten sehr häufig große Lücken in der Provenienz hat. Aber trotzdem, man darf dann natürlich nicht aufhören und muss weiterforschen. Denn von einer umfassenden Aufarbeitung ist man immer noch weit entfernt.